Hallo zusammen, heute sind wir mal wieder an einer Prüfungssimulation, das mal mit Anina. Sie hat sich da zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt auf der App etwa 90%, das heisst, wir sind eigentlich prüfungsready. Termin haben wir zwar noch keinen, es gibt momentan keinen, aber lang wird es sicher nicht mehr gehen. Ja, drückt doch den Daumen und dann kommt das schon gut. Oder? Ich denke schon, ja. Gut. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Da vorne kannst du dann rechts und wieder rechts. Ja. Morgen Ferien, fast ein bisschen anständig. Das ist gut. Ich bin jetzt gerade in einer Reitlage. Eine Reitlage? Ja. Willst du noch galoppieren mit dem Auto, oder was? Ja, natürlich. Nein, aber es ist so streng, immer morgen und morgen und Nachmittag reiten. Irgendwann hast du es dann abgesehen. Das ist nicht anstrengend. Für die Rosse ist es anstrengend. Du musst ja nur drauf hocken. Hey. Und ein bisschen, hey, das Gespräch. Nein, es ist anstrengend. Also, ja, für beide. Das ist Muskelkater. Es geht. Bis jetzt spüre ich es noch nicht so. Ja, dann. Kannst du am Lichtsignal vorne dann rechts abbiegen? Ja. Tipptopp eingespurt. Danke. Ja, ja. Also das macht sie übrigens immer so, das ist normal. Mhm. Hey, ja, du kennst, du weißt doch, wenn ich fahre. Eben. Ja, irgendwoher kommen die 90%. Ja, ja. Natürlich. Und nachher, wo, du hast doch das letzte Mal gesagt, wo du hingehst in die Ferien. Das sind. Ah, ja, stimmt. Oh, musst du schauen, dass du dich nicht verbrennst. Ich habe schon eine Tonne Sonnencreme gekauft. Schon eine Tonne Sonnencreme gekauft, ja. Nein. Ja, es ist glaube ich so 34-35 Grad. Ja. Wow. Ich gehe auf Serbien mit meiner besten Kollegin. Ja, dort wird es ja sicher kalt sein. Und dort ist Durchschnittswärme, sagt sie mir, 42 Grad. Ja. Dann müsste ich dir das sagen mit dem Verbrennen. Ja. Aber ich habe nicht schon geübt, als ich an der Tour bin, ein bisschen Schweiz zu geben. Na, dann ist ja gut. Dann kann ja nichts mehr passieren. Ja, ja. Natürlich. Und 50 plus und wasserfest. Also, safe. Geht alles. Ja. Kannst du die Dispersionsfarbe einstreichen? Ja. Vorne rast du nach links. Ich bin am letzten Samstag zu einer Kollegin gegangen. Ich war so am Velofahren mit dem Rock. Hey, hat es mir den einfach in meine Speichen genommen? Die hat nicht gekriegt, gell? Nein. Gut. Die hat auch nicht mehr grün. Am nächsten Lichtsignal hast du nach rechts. Die Spuren nicht so erfunden. Ja. Oh, meine Schulter ist immer noch knacken. Dein Hals nicht, weil du keinen Seitenblick gemacht hast. Oh. Oh. Ich höre es immer, wenn du einen Seitenblick machst, weißt du? Hallo, das ist Mobbing. Mobbing? Ja, das ist Mobbing. Keinen Seitenblick. Ja, ja. Also Schulterblick. Zwischen den Schultern und den Nackenblick. Der Knackseblick. Ja.
meine Soundeffekte, oder? Stimmt. Anina hat die besten Soundeffekte. Ich habe sie schon mal gefragt, ob wir für das Video extra nur Sounds aufnehmen können, um das dann in die anderen Videos reinschneiden. Ja, ich tue mich jetzt aber zusammen. Du hast jetzt zusammen? Ja. Jetzt hat sie vorne rechts hat sie noch einen Aldi. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ja. Den kannst du mal auf den Parkplatz fahren. Mhm. Und dann kannst du vorwärts irgendwo parkieren. Kannst du das auch beim Parkplatz aussuchen? Ausnahmsweise, weil ich morgen Ferien habe. Gut, dann bin ich froh. Ich sage nicht mehr viel, nein, ist okay. Aber dann hast du ja ganz viele ganz leere Parkplätze gehabt. Ja. Ich hätte es eher dort reingenommen, weil du bist schön rechts hinten gewesen, dann wärst schön gross hineingekommen. Ja, ich habe gedacht, ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Auswählen. Ein paar Runden fahren, bis du dann weißt, wie du es ausgewählt hast. Ja, nein, da bist du eben gerade rumgekommen und dann ist es natürlich, also es geht schon auch, aber du bist halt dann gerade um die Kurve und dann gerade rein. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, dass du dann halt gerade schön rein. Ja. Genau. Okay, dann kannst du wieder rausfahren. Das hört man auf dem Video nicht. Ja, ja. Das Fenster. Dann kannst du wieder die Straße führen und an der Straße dann ist die Frage, nach rechts. Ich darf da rausgehen. Du musst sogar. Ich muss. Ja, es hat eben solche, die so zwei Ausgänge haben. Ja. Das aber. Nicht hier nicht. Du kannst auch einfach anhalten, schnell. Du musst nicht dort fahren, wenn sie dann noch in dir entgegenkommt.
Das war jetzt eher ein bisschen eng. So, jetzt muss ich mit Motor spielen. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Geräusche. Kein Geräusch will ich machen. Ich habe es innerlich gemacht. Ah, innerlich. Ja, genau das. Das Quetschgeräusch. Ja, und jetzt da abbiegen. Ja, genau. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ich überhaupt vorhabe, aber ja. Ja, doch, da in die Fabrik, da willst du doch hier. Richtig. Da hinten machen wir mal eine Notbremse. Oh. Kannst du mal so etwa 40 fahren, lange auch schon, ist recht heiß. Ich habe noch nie eine Notbremse mit dem Automat gemacht. Wo? Ist das nur noch nicht geschadet? Schalten, ja. Ja gut, ist ja nur einfach, hast du nur ein Pedal. Okay. Einfach auf Bremse hauen. Ja, also wenn ich sage jetzt, haust du voll drauf. Mhm. Bist du bereit? Und jetzt! Gut. Okay. Jetzt, wenn du losfährst, kannst du auch schauen, blinken, wenn du dann wieder so dich in den Verkehr einfügst. Und dann kannst du mal irgendwo wenden, ein verkehrssicheres Wenden. Du hast ja da verschiedene Möglichkeiten. Ja, und wie weit kann ich da hinten? Ja, recht weit, bis dort, bis es so. Da ist ein Parkplatz, denke ich, da so. Ja. Wenn es kein Privatgelände ist, kannst du das machen. Dann komme ich ja wieder raus. Ja. Also der Weissbus schon normal ist nicht so da. Dann geht es noch ein bisschen besser. Du musst nachher ein bisschen streicheln, dann ist es schon wieder gut. Es hat ein bisschen ungesund getönt. Das ist normal. Okay. Also es muss so tönen, dann ist es ABS, wo regelt. Ja. Das komische Gekratze, das ist gut. Das ist gut, okay. Also fürs Auto ist es nicht gut, aber dann hast du genug festbremst. Dann habe ich genug festbremst. Du hast ja so unsere Spur. Ich glaube ja. Nein, das ist schon nicht so lang, oder? Vorne gehen wir dann nach rechts. Ah nein, schau, da hat es auch noch schon so viel. Ja, da hinten gehen wir viel Notbremse machen. Wir haben schon, glaub, schon ungefähr den gemacht, aber also normal ist es nicht so eine typisch schwarze Spur. Eben durch das ABS, das tut ja Bremse lösen, Bremse lösen. Ja, Bremse lösen. Jetzt hoffe ich, dass der Traktor nicht dort durchfährt, wo wir durchfahren. Jetzt bin ich voller Adrenalin. Das ist gut, das brauchst du nachher dann für die Strecke. Okay. Gut, gut. Geschaut hast du, gell? Das war ja noch rechts vor dir. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich finde so. Vorher hat es auch ein Stresschen gehabt, aber dort hat es dann so eine Linie gehabt und dann ist sie eigentlich kein rechts vor dir. Nein, nicht. Oh, das ist ein bisschen eng da. Ja, überholen kannst du nicht. Das geht hier nicht. Das hätte da noch die Hälfte verloren. Ja. Feinstaub da. Ja. Zum Glück haben wir ein Fenster da oben. Mhm. Da ist noch ein Boot drin. Ja, genau, sehr gut. Und wir fahren dann Richtung Zürich. Jetzt siehst du, glaube ich, dass er so links. Ah, sehr gut, schau jetzt sicher weg. Das ist auch komisch. Gut, wenn der hinten fährt, kommt dann keiner von dort vorne entgegen. Ja. Aus den Dörfern. So, das ist jetzt da die eigene Straße. Ja, das ist noch jetzt auch. Okay. Das ist ja noch fast eine Autobahn. Ja, ja. Du sagst es. Wow, ich komme da mit dem Dörfer, aber durchfließen. Mhm. Wir machen es auch mit dem Auto. Ja, sorry, hä? Nächstes Mal können wir das Velo nehmen, dann kannst du es so vorstellen. Ja, das ist toll. Da hat es eine unübersichtliche Kreuzung mit rechts. Genau, bei dieser biegen wir dann scharf rechts ab. Scharf. Also ja, relativ scharf. Ist
Beispiel, dass du Blick vor dem Blinken machst. Ja. Also normalerweise machst du das eigentlich. Ich bin nervös, weißt du? Ja, was soll ich dir sagen? Ja, ja. Also nur so als Info, früher war die Strecke etwa ein Drittel schmäler gewesen. Ja, das ist schön. Ich bin froh, dass es immer so ist. Ja, die kann ich auch. Das ist schon eine sehr enge Straße. Gell, die von unten hätte die Vortritt? Ja. Ausser ja. Wenn das Bus da kommt. Ja, dafür, wenn du hier einen Anhänger hättest, dann müsstest du ja zurückfahren. Aber eigentlich, ja. Eigentlich hättest du Vorteile mit zwei gleichen Fahrzeugen. Ja. Gut, mit Mercedes hast du eigentlich immer Vorteile. Ja, natürlich. Siehst du, hast du das Gefühl, da wärst du irgendwo in den Bergen? Ja, ja. Wir sind hier im Unterland. Jetzt kommt schon der Abschleppwagen. Ist ja gut. Aber von der Spur her machst du es tiptop. Danke. Ich muss mich da auch konzentrieren. Ja, ja, das ist schon gut. Bin ich froh, dass ich konzentriere und nicht einfach die Augen zu machen. Du bist ja neben dran, kann ja nicht passieren. Sie hat den Airbag schon mal aufblasen, sicherheitshalber. Ja. Nein, stell dir vor, die müssen wir noch aufblasen. Das wäre crazy. Schau. Ja, ja. The place to be. Ja. Genau, das ist aber immer wichtig, dass du schon mal in die Kurve rein schaust. Weil falls jetzt einer entgegenkommt, also mit einem normalen Auto schon vorgesehen, geht es eigentlich schon. Aber jetzt auch ein Traktor wieder entgegenkommen, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann müsstest du halt schauen, ob du vor oder nach der Kurve kannst du kreuzen, aber nicht gerade in der Kurve. Wieso schwitzt es dann schon ein bisschen? Und in dieser Kurve ist uns mal ein Lastwagen entgegenkommen. Oh, dann? Ja, der hat dann angehalten und wir sind dann so da ganz rechts rausgefahren. Ist irgendwo von einem Dashcam-Video sogar drauf. Aha. Richtig lustig gewesen. Ja. Ich bin schön, dass du ein Herz im Fach gehabt. Das war mega eng. Scheiße. Ja, verständlich. Jetzt hast du die nächste Verzweigung dann nach links. Ja. Da wird es ja noch enger. Mhm. Ja, aber noch kurz. Und jetzt startet das Fernsehen. Ja. Das ist ein Herz. Ja. Nicht, dass das Flugzeug dann da ist. Ja, ja. Aber auf so einer engen Straße 80 fahren, finde ich schon ein bisschen kleiner. Ja, das ist immer die Höchstgeschwindigkeit. Langsamer kannst du immer fahren, wenn du sagst, ja. Also da läuft zum Teil auch Fußgang entgegen. Das ist natürlich dann noch blöd, oder? Ja. Du musst ja rechts fahren, weil du nichts siehst. Ja. Und auf einmal kommen dann noch Fußgang entgegen. Das ist ziemlich uncool. Drauf scheint. Wir müssen so einen Sonnenschirm für deine Kamera kaufen. Ja, ja. Na gut, jetzt haben wir halt mal nur Kamerasicht von hinten. Jetzt da, fahren wir rechts, Wie du siehst, da gar nicht, wahrscheinlich noch mehr rechts. Wenn einer entgegenkommt, dann musst du schön am Rand fahren.
irgendwie. Also dort darfst du wirklich nie ein Velo überholen, da musst du wirklich schön. Im ersten Moment, also es sieht aus wie ein Rechtsvortritt, ist aber danach gar keiner, weil es ist ein Wahltag. Aber wenn es noch nicht weiß, dann, ja, dann weiß es nicht. Nicht da verarscht worden. Kleines bisschen. Du kannst dann vorne an der Verzweigung nach links. Ja. Du, heute ist man unten schlafen. Dann nach rechts ab. Sind die nicht markiert gewesen und dann ist wirklich fast jeder hat da schon Gas gegeben. Also, jeder. Nicht die Fahrschüler, die anderen. Ja, ich habe mich jetzt nicht angesprochen. Okay. Vorne kannst du dann geradeaus. Komisch mit dem Fuß gemacht. Was hast denn du wieder gemacht?
Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich jetzt noch ein bisschen bremsen oder Gas geben. Ich bin hin und her geswitcht. Sehen wir alles auf dem Video. Ja, ja, ich betone. Die anzählen Böhlenschilft. Ja, genau, so hat es ja wahrscheinlich ausgesehen. Gelernt. Ja, und der Strick ist auch da. Ja. Krass. Hat sich schon wieder gelohnt, das komische Fach. Ja, ja.